vergrößern, verkleinern Yoshiko Saibu, Peyton Siva und Bennett Hund blicken trotz des verlorenen Finale gegen Bayern München auf eine erfolgreiche Saison mit Alba Berlin. Urheberrecht Getty Images. Den Titel Showdown gegen Bayern München hat Alba Berlin verloren. Nach den BBL Finals blickt der Verlierer dennoch auf eine gelungene Saison. Alba Berlin pendelte nach der vergebenen Titelchance zwischen Stolz und Enttäuschung. In ein paar Tagen denkt man vielleicht anders darüber, aber jetzt gerade ist man einfach nur leer, sagte der deutsche Nationalspieler Yoshiko Saibo der Berliner Morgenpost. Die 85:106, 39:58 Niederlage im entscheidenden fünften Finale der BBL bei Bayern München zeigte Wirkung. Beim Showdown um die Meisterschaft hatte Alba dem Pokalsieger wenig entgegenzusetzen und geriet früh klar ins Hintertreffen. Für ein Comeback reichte die Kraft nicht mehr. Heute war es ganz klar eine Energiefrage, sagte Saibu. In der ersten Halbzeit waren sie einfach mega stark, musste dessen Nationalmannschaftskollegin Nils Giffey beim traurigen Abschluss einer langen Saison anerkennen. Die Chance auf den ersten Meistertitel seit 10 Jahren platzte für die Berliner im letzten Spiel der Best-of-Five-Finalserie je. Auch im Finale um den BBL-Pokal hatte Alba im Februar gegen die Bayern den Kürzeren gezogen. Mit der ersten Saison unter dem spanischen Cheftrainer Aitor García Reneses kann der frühere Seriensieger aber dennoch mehr als zufrieden sein. Wir hatten so viele neue Spieler, einen neuen Coach. Wir haben es bis ins Finale geschafft. Ich bin stolz auf diese Jungs, sagte Luke Sigmar. Der wertvollste Spieler, MVP, der Hauptrunde will bleiben. Um andere Top-Spieler muss Alba wie so oft in den vergangenen Jahren zittern. Das ist der Preis, wenn ein Team erfolgreich ist und sich Profis ins Blickfeld spielen. Der Unterbau stimmt. Der Alba-Nachwuchs holte in diesem Jahr die Titel in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga, NBBL, und in der Jugend-Basketball-Bundesliga, JBBL. Die Perspektiven waren in Berlin schon schlechter.